It's Medea. Alles zu Beauty, Lifestyle und Büchern. Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Video, das über mich geht. Der TMI-Tag kam ja ganz gut bei euch an. Und deswegen habe ich heute den 50 Facts About Me-Tag. Also alles sehr, sehr privat, sage ich mal so. Da erfahrt ihr ein bisschen mehr über mich und ich dachte, das würde euch bestimmt gefallen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil 50 Fakten sind echt sehr, sehr viel. Ja. Ich heiße eigentlich Antonia. Ich bin 19 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung. Ohne Brille bin ich wirklich fast blind. Ich bin ein totaler Bücher- und Serienjunkie, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit über 4 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mein Freund macht übrigens auch Videos hier auf YouTube und zwar zum Thema Gaming und so weiter. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Ich würde am liebsten die ganze Welt bereisen, weil mir das alles total interessiert und ich am liebsten überall mal hinreisen würde. Ich denke eigentlich immer erst an andere als an mich selbst. Ich liebe es, mich zu schminken, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Nach dem Schminken herrscht bei mir immer das totale Chaos. Bei wem ist es auch so? Ich hoffe, ich bin nicht alleine. Ich lache für mein Leben gerne. Wenn ich alleine bin, dann singe ich immer ganz laut. Ja. Ich würde mich als echt lebensfrohen Menschen beschreiben. Ich würde so gerne Bücher schreiben, aber ich habe leider irgendwie gar kein Talent dazu, zu schreiben. Ja. Leider, ich würde so gerne. Ich spiele Keyboard und Gitarre. Und früher habe ich auch Flöte gespielt. Ich kann es glaube ich immer noch. Ja. Ich zocke richtig gerne die Sims 4. Ich habe mir noch nie etwas gebrochen. Wirklich noch nie. Auf YouTube gucke ich am liebsten Vlogs. Und zwar am liebsten von Ellie und Jared und von Daily Bums. Ich verlinke euch das in der Infobox, falls es euch interessiert. Ich könnte in meinem Leben wirklich nie genug Schminke haben. Wirklich nie. Ich höre am liebsten Rock und deutsche Musik. Ich liebe Disney-Filme. Ich glaube, welche Frau, welches Mädchen in meinem Alter tut das nicht? Sagt es mir. Wer liebt keine Disney-Filme? Ich mag aber auch mega gerne Actionfilme gucken. Ich gehe richtig, richtig gerne auf Konzerte und Festivals. Auch wenn mir danach die Beine halb abfallen, aber ich mache es trotzdem gerne. Ich fotografiere auch sehr gerne in meiner Freizeit. Mittlerweile ist das nicht mehr so viel, aber vor einiger Zeit habe ich noch richtig, richtig viel gemacht, ja. Ich könnte stundenlang YouTube-Videos gucken. Wem geht es genauso? Ja. Bei guter Musik habe ich wirklich immer das Bedürfnis mitzusingen oder zu tanzen, auch wenn ich den Text nicht kann. Ich bin auf dem Land groß geworden. Immer wenn ich beim Rossmann oder beim DM oder beim Müller bin, ich kaufe immer mindestens ein Schminkprodukt. Wirklich immer. Ja. Shame on me. Ich schminke auch richtig gerne andere Leute. Manchmal faulenze ich auch einfach sehr, sehr gerne. Ja. Ich wollte schon immer mal nach Ägypten. Ich war leider noch nie da, aber ich wollte schon immer mal hin. Manchmal würde ich gerne mein komplettes Geld einfach nur für Schminke und Bücher rausschmeißen. Ich bin viel zu faul, mir die Nägel zu lackieren. Und wenn ich es dann wirklich mal mache, dann bin ich zu faul, es wieder abzumachen, wenn es abbröckelt. Ja, ich weiß auch nicht. In meinem Beruf kann ich sowieso keinen Nagellack wirklich tragen, außer ich habe Schule. Von daher. Ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber voll oft habe ich den Fernseher an und mache nebenbei noch irgendwas anderes, wie zum Beispiel YouTube-Videos gucken und so weiter, weil irgendwie kann ich mich nicht auf eine Sache konzentrieren, was eigentlich echt nicht gut ist. Aber mir wird voll schnell langweilig. Das ist echt ätzend. Zweimal
meiner Lieblingsautoren sind Samantha Young und John Green. Ich kann wirklich immer und zu jeder Zeit Harry Potter gucken. Es wird einfach nie langweilig. Ich finde es immer interessant. Wirklich immer. Ich hasse Leute, die sich ständig betrinken müssen. Ich kann das überhaupt nicht ab. Gar nicht. Nein. Ich verschicke richtig gerne Snaps mit richtig hässlichen Grimassen drauf. Manchmal bin ich ein wenig albern. Ja. Wenn ich auf etwas niemals verzichten könnte, dann wäre das Käse. Käse. Es geht einfach nicht ohne Käse. Nichts. Alles ist besser mit Käse. Ja. Mein Handyspeicher ist eigentlich fast immer voll. Ja. Sollte mir mal eine Speicherkarte kaufen, die größer ist als 4 GB. Ja. Ich habe eine kleine Rebuy- und Bücherkauf-Obsession. Sehr oft. Ja. Ich backe in meiner Freizeit auch richtig gerne. Also wenn ihr Lust habt auf ein paar Back-Tutorials oder wie auch immer man das nennt, dann schreibt es mir in die Infobox, dann weiß ich Bescheid. Das mache ich aber meistens nur für andere und meistens esse ich meine Sachen selber gar nicht. Und zwar nicht, weil sie nicht schmecken. Sie schmecken immer sehr, sehr gut, wurde mir gesagt. Sondern einfach, weil ich nicht so unbedingt Lust drauf habe oder ich mir die Kalorien sparen möchte. Ja. Ich liebe Marvel-Filme und Serien. Sie sind einfach so gut. Manchmal gucke ich mir auch echt gerne Gaming-Videos auf YouTube an. So, das waren jetzt alle 50 Fakten über mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet mich ein bisschen besser kennenlernen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.